Also, was macht eine Kostümbildnerin? Ich setze mich zusammen mit Regie und Bühne. Wir lesen das Stück gemeinsam. Wir gucken uns die einzelnen Figuren an. Wir sprechen darüber, wie wir die einzelnen Figuren sehen. Und daraus entsteht eine Idee. Und diese Idee probiere ich dann in Kleidung umzusetzen. Also das heißt, bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte Dinge, wie ist das Umfeld, wo lebt derjenige, was passiert da? Das alles probiere ich zusammenzufassen und auch natürlich Bewegungsfreiheit, muss derjenige springen, tanzen, sich irgendwo abseilen. Das alles läuft oder fließt in meinen Entwurf mit ein. Ich setze mich dann hin, fange an zu zeichnen, recherchiere natürlich dann nochmal, wie bestimmte Stoffe sich verhalten, wie bestimmte Bilder auch gerade im Kopf von Regie und Bühne dann auch entstanden sind. Das alles kommt dann zusammen und wird dann in meiner Zeichnung berücksichtigt. Und dann spreche ich eben halt nochmal darüber. Wir probieren das auch mit dem Darsteller zusammen dann zusammenzubringen und ein fertiges Kostüm daraus zu erstellen. Für mich ist die größte Herausforderung immer Regie. Das liegt daran, weil ich muss mich auseinandersetzen. Regie hat vielleicht schon bestimmte Vorstellungen, wie Dinge auszusehen haben. Ich muss herausfinden, was in dem Kopf desjenigen oder derjenigen vorgeht, um dann eben halt auch das Bild in Zusammenarbeit mit Regie zu kreieren. An der Arbeit macht mir am meisten Spaß, mit Menschen zusammen zu sein. Ich finde es toll, Dinge gemeinsam entstehen zu lassen. Das Handwerkliche macht mir auch viel Spaß, zu gucken im Atelier, wie Dinge entwickelt werden, wie sie dann wirklich am Körper angezogen ausschauen, Dinge, die in meinem Kopf entstanden sind, wirklich dann vor mir zu sehen. Das ist immer wieder und auch bei jeder Premiere wieder ein neues Erlebnis, kriege ich schon Gänsehaut, das irgendwie für mich zu merken, zu spüren und dann auch eben halt zu sehen.